Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft-Fakten. Ich habe mir wieder drei Fakten rausgesucht und ich sage ganz bewusst drei, denn mir wurden leider nur drei Sachen zugesendet. Ich weiß nicht, es wird doch nicht schwierig, oder? Denn wir sind gerade erst mit 30 Folgen. Ja, das wird 30 Folgen und eigentlich möchte ich eigentlich nicht, dass ihr jetzt schon beendet wird, weil wir keine Fakten mehr haben. Ich hab mir noch zwei Fakten rausgesucht. Und ja, wenn ihr dann so Sachen wisst, dann in die Kommentare mit und dann fangen wir direkt schon an. Die ersten beiden Sachen sind von mir. Und zwar, die habe ich mir beide gerade noch rausgesucht, bevor ich das aufgenommen habe. Und zwar, die erste Sache ist Zuckerrohr und Kakteen sind die einzigen Dekorationspflanzen halt. Dekorationspflanzen irgendwie so, die nicht weggespült werden. Das ist korrekt. Ich habe hier Zahnstärchen, Margarete und eine blaue Orchidee. Und jetzt machen wir mal ein paar Zahnstärchen, und das wird weggespült. Margarete auch. Und die blaue Orchidee auch. Das wird weggespült. Jetzt der Kaktus nicht. Und ja, der fällt einfach ab. Ich Vollidiot. Ich setzte einen Block neben. Oh nee. Auf jeden Fall jetzt hier so. Und dann. Der baut einfach mal ab. Der baut einfach ab. Gleiches ist auch beim Zuckerrohr. Da wieder auch nicht abfallen. Ich weiß noch irgendwie besser, irgendwie hier. Ja, der prallt einfach dann ab, glaube ich. Das Bild. Und ja, das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 ist ein 10-fach so großer Slime oder 50 mal so groß oder 100 mal so großer Slime. Und das ist jetzt halt von folgendem Befehl. Ich habe auch schon ausgesagt mit 100. Und zwar, Summon Slime, dann die drei Wellen, dann diese Klammer, dann Size, Doppelpunkt, dann eine eure Zahl, zum Beispiel 10. Ist dann so groß. Ja. Lüften einfach mal weg, ne? Wir können, glaube ich, ja, ganz mal töten hier. Natürlich ein paar mehr Leben. Also ich sehe, wir brauchen da schon ein bisschen viel für. Ja, friedlich. Ich würde meine Welt eigentlich glaub ich kaputt gemacht. Jetzt machen wir mal so einen 100-fach so großen. Nächstes Mal hier 50. So, und der ist dann so groß. Das ist schon. Der springt so weit. Und jetzt packt er sich schon aus der Welt raus. Ne, der ist er. Und das springt er schon extrem weit. Das ist schon extrem. Oh. Oh, jetzt geht auf mich auf. Also, der ist extrem groß. Und wir machen wir auf friedlich. Und dann so. Ach so. Jetzt machen wir mal 100. Und. Oh, der ist riesengroß. Und der. Der packt sich heute gleich aus der Welt raus. Der ist weg. Den sieht man nicht nie wieder. Sieht man mal mit 1000 dahinter. Und er ist riesengroß. Jetzt schützt auch, glaube ich, mal Minecraft ab, ey. Ich mache ja auch friedlich. Und wir springen zu Fact Nummer 3. Fact Nummer 3 ist von Cobblestone, wenn er schreibt, wenn ein Block, also zum Beispiel Stein oder Cobblestone oder wie es anderen. Keine Ahnung, wie zum Beispiel hier Rotgestein oder auch Holz oder so oder Sandstein. Und dann der Block in einer Kiste ist, dann kann man die nicht öffnen. Und ja, stimmt. Und der Fakt ist, wenn Laub drüber ist, dann geht das. Und ja, ich habe hier alle wirklich Baumsorten, Eiche, Fichte, Birke, Trope, Akazie und Schwarzeiche. Und die können alles öffnen.
alles. Und ja, das war Fact Nummer 4. Fact 3. Ich will nicht hören. Fact Nummer 4 gibt's jetzt. Und dieser Fact ist von Seelaterne und er schreibt, man kann auch mit slash publish eine Landwelt starten. Das wusste ich noch nicht. Publish, und geht jetzt wirklich. Wir können mal hier slash p und dann Partikel, Placer und Publish. Und wenn man jetzt drückt, Publish, dann LAN-Spieler Port 50236 erreichbar. Und ja, so kann man auch eine Landwelt starten. Das ist korrekt. Fact Nummer 5 ist von Creeper Zombie Enderman Scharf und der schreibt, wenn man mit dem Schwert blockt, ein Creeper explodiert, bekommt man weniger Schaden. Und ja, das ist korrekt. Ich hoffe, den zweiten Creeper, dann ist in Survival Mode. Und ja, wir gehen in Game Mode 0. Oh. Und wenn wir jetzt spawnen, natürlich jetzt auch wirklich haben, so. Dann kassieren wir ordentlich. Ich gehe kurz noch in Game Mode. Jetzt gucken wir hier. Ist schon Hunger. Dann gehen wir auf 0. Jetzt brauchen wir noch eine, aber die sind mit Blocken. Und dann kriegen wir weniger Schaden. Also, das ist so richtig cool. Also, wenn ihr einen Creeper explodiert und ihr einen Schwamm, wenn ihr zufällig einen Schwamm in der Hand habt oder so halt, ne, dann auf jeden Fall blocken und dann kriegt ihr dann die Hälfte weniger Schaden. Und das ist auch korrekt. Und das wäre es auch schon wieder gewesen für diese Woche mit den Minecraft-Fakten. Wenn ihr Sachen wisst, über Minecraft dann in den Kommentaren mit und dann tschüss!